Okay, ist das jetzt Fluch oder Segen? Gibt es etwas zu feiern oder wird das eine Katastrophe? Es ist auf jeden Fall mein erstes Mal, also Malexperiment, notabene. Alle, die auf japanische Aquarellfarben stehen, denen ist Kuretake Gansai Tambi ein Begriff. Diesen März hat Kuretake nun dieses 5-Farben-Set mit granulierenden Farben herausgebracht. Das ist also kein Werbevideo und ich werde auch nicht von Kuretake gesponsert. Ich habe die Farben nach langem Suchen selber gekauft und wir schauen uns heute an, was sie taugen bzw. wie ich mit ihnen bei den allerersten Versuchen klarkomme. Packt man diese Farben aus, sehen sie alle nach unterschiedlicher brauner Soße aus. Also total unspektakulär. Darum ist es eine Riesenhilfe, dass sie sogar unter der Farbschale beschriftet sind. Ansonsten kann man sie so nicht voneinander unterscheiden. Oder dann vielleicht nach wirklich, wirklich längerem Arbeiten damit. Im Set finden wir diese 5 Farben. Aurora Rot, Aurora Pink, Aurora Orange, Aurora Blau und Aurora Violett. Noch vorweg zum Kaufen, ich habe sie online bei einem Händler in Nashville, Tennessee gefunden, weil tatsächlich ich nicht mal auf eBay oder Amazon fündig wurde. Vom lokalen Fachhandel gar nicht zu sprechen. Die Kosten für dieses Set liegen bei ca. 17 Euro. Mit Versand und Zoll jetzt für in die Schweiz kam ich auf dann ca. 40 Euro. Aber ja, komm, egal. Wenn du dieses Video schaust, kann es sein, dass sie schon eher breiter verfügbar sind. Du findest aber einen Link zum besagten Händler in Tennessee unten in der Videobeschreibung. Von dort kannst du dich dann weiter orientieren. Lieferungen in den EU-Raum sind dann sehr wahrscheinlich auch günstiger. Zurück zu den Granulationen. Was ist denn oder was sind denn überhaupt granulierende Farben? Granulieren ist eine Eigenschaft, bei der sich Pigmente nach dem Auftragen in kleinen Gruppen zusammenlagern. Dadurch entsteht ein sogenannter ausgeflockter oder geronnener Effekt. Die granulierten Pigmente zeigen sich als kleine, ungleichmäßig verteilte Punkte und/oder Flecken in der Farbschicht. Die schweren Pigmentteilchen sinken dabei nach unten und lagern sich in den Papiervertiefungen ab, während leichtere Pigmentteilchen sich gegenseitig anziehen und in Gruppen anordnen. So entstehen interessante Muster und Verläufe mit unterschiedlichen Farbnuancen. Bei diesem Gansai Tambi Set sind den Farben jeweils verschiedene Farbpigmente beigemischt, die sich dann nach dem Trocknen unterschiedlich deutlich zeigen. Mal sind es Kombinationen von Rot- und Grüntönen, mal von Blau- und Orangetönen. Kurz gesagt, was dabei herauskommt, entzieht sich jeglicher Kontrolle. Das mag man mögen oder nicht, ich persönlich finde diese Art von sich überraschen lassen großartig. Das heißt aber nicht, dass man dabei nun nichts können muss. Im Gegenteil, ich habe bei diesem Test bemerkt, dass hier ein vertieftes Wissen oder gar ein neues Wissen, was Aquarellfarben betrifft, vonnöten ist. Ich habe natürlich die 5 Farben ganz klassisch auf einem eher groben Aquarellpapier ausprobiert. Der Hersteller schreibt, dass sich die Farben mehr separieren, wenn man mit eher viel Wasser arbeitet und sich eher klassisch verhalten bei wenig Wasser. Beim Malprozess selber ist noch nicht groß etwas von der Granulation zu sehen oder zu spüren. Diese zeigt sich dann effektiv bei der endgültigen Austrocknung. Bei den ersten runden Versuchen habe ich darum zuerst reines Wasser aufgetragen, also aufs Papier, und bin dann mit relativ vollem Farbpinsel auf die nassen Flächen drauf. Und tatsächlich, nach dem vollständigen Trocknen zeigt sich die Granulation deutlich, wobei es bei den 5 Farbtönen auch Unterschiede in der Granulationsstärke und Deutlichkeit gibt. Auch die Farbintensität und Verflockung der Pigmente variieren relativ stark, aber das hat auch was mit dem persönlichen Geschmack und den eigenen Vorlieben zu tun. Im Gegensatz zum ersten Test habe ich im zweiten Versuch auf trockenes Papier einen klassischen Pinselstrich mit finalem trockenen Finish ausprobiert. Im linken Teil habe ich zusätzlich mehr Farbe aufgetragen, um auch hier den Effektunterschied besser zu sehen. Und auch hier ist, wie schon erwähnt, der trockene Strich ziemlich granulationsfrei, eher unspektakulär und weniger flockig. Man sieht schon den Farbverlauf der Pigmente von oben nach unten, dieser ist aber eher brav und gleichmäßig. Gut, den allgemeinen Test haben wir jetzt gemacht. Jetzt möchte ich die Farbe ja in der konkreten Anwendung ausprobieren, weil hier wird sich zeigen, wie gut die Farben effektiv zum Motiv passen und wie gut sie sich auch in Details granulieren lassen. Dazu habe ich ein aktuelles persönliches Kunstprojekt ausgewählt, bei dem ich 8
Personen nach Fotovorgabe frei darstellen möchte. Zu diesem Projekt und zum Prozess mache ich nach Finalisierung auch ein Video, aber das kommt erst im September. Die Personen interpretiere ich sehr frei um und setze sie in einen neuen Kontext. Bei allen 8 Personen bzw. den finalen Bildern ist ein roter Faden oder eine rote Garnrolle ein verbindendes visuelles Element. Darum habe ich dann noch zusätzlich am Ende dieses Tests den Gesichtern einen roten Faden oder eine Garnrolle mit Gouache hinzugefügt und die Gesichter mit Farbstiften noch ein bisschen stärker akzentuiert. Auch um zu sehen, wie weit Mixed Media mit diesen Granulationsfarben Sinn macht. Um hier eine rasche und spontane Arbeitsweise erhalten zu können, habe ich 4 Gesichter auf ein Blatt vorgezeichnet und diesen Gesichtern jeweils eine passende Granulationsfarbe zugeordnet. Natürlich möchte ich so viel Effekt wie nur möglich erreichen, weswegen ich auch hier im sehr kleinen Format relativ viel Wasser verwende. Dort aber, wo es auf Detailarbeit und Tiefe ankommt, habe ich die Farbe satt aufgetragen und sogar mehrmals darüber gemalt. Ob ich die Personen so final umsetzen möchte, kann ich abschließend nicht sagen. Die Farben aber verhielten sich ungefähr so, wie ich es nach den Farbtests vermutet habe. Durch den eher hohen Detailgrad, die dünne Strichführung und somit wenig Farbflächen wirken die Farben bzw. die Granulation für mich gesehen zu wenig spannend. Dazu müssten die Motive mehr Raum für die Farbe hergeben. Auch die Bildformatgröße, also lieber größer, spielt hier eine Rolle. Hinzu kommt die Einsicht, dass man das klassische Aquarellfarben-Anwendungswissen nicht 1:1 auf diese Granulationen anwenden kann, weil eben der Effekt ein Eigenleben entwickeln kann und ich hier definitiv noch viel lernen muss, wie ich das in der Größe, im Detail und in der Farbmischung für eine optimale Wirkung am besten anwenden kann. Auch hat die Motivwahl ein starkes Mitbestimmungsrecht, welche der rund 5 Farben für sie am besten geeignet ist. Denn es macht definitiv einen Unterschied, ob ich mit Aurora Pink ein abstraktes Formenspiel, eine Vase mit Blumen oder einen Fantasiedrachen male. So kann ein Bild entweder sehr kitschig oder gar verträumt und mysteriös wirken. Natürlich ist das bei normalen Farben auch so, aber hier kommt durch die Mehrfachpigmentierung eine zusätzliche Erzählebene mit ins Spiel. Abschließend kann ich sagen, dass mir die Farben echt gut gefallen und mich herausfordern, mich vertieft mit ihnen zu beschäftigen und ihre Potenziale besser kennenzulernen und auszuspielen. Ich werde sie sicher noch mit klassischen Aquarellfarben als auch mit Gouache und Farbstiften zusammen anwenden, üben. Hast du bereits Erfahrungen mit diesen oder anderen Granulationsfarben gemacht? Dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Über neue Einsichten und einen Austausch freue ich mich sehr. Ansonsten war das mein erster, aber nicht letzter Ausflug in die Welt der Granulationsfarben. Lass gerne ein Däumchen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat, und oder abonniere kostenlos diesen Kanal. So hilfst du mir, zu wachsen und mehr Menschen, die es auch interessieren könnte, erreichen zu können. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir eine bunte und kreative Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald!